An den Börsen ging es zuletzt auf und ab. Besonders auffällig, die europäischen Aktien konnten ihren US-amerikanischen Konkurrenten kaum folgen und schnitten deutlich schlechter ab. In den nächsten Wochen stehen die US-Wahlen auf der Agenda. Ist das nun eigentlich gut oder schlecht für die Märkte? Das bespreche ich jetzt mit Commerzbank-Chefanlagestratege Chris Oliver Schickentanz. Herr Schickentanz, entscheiden Sie sich auch diesmal wieder für den optimistischen Bullen oder wechseln Sie in das Lager der pessimistischen Bären? Die Nachrichtenlage, sie ist sehr durchwachsen. Die Neuinfektionszahlen rund um Covid-19, sie steigen weltweit deutlich an. Die zweite Welle, sie ist tatsächlich da. Bis dato sehen wir aber, dass die Verbraucher relativ entspannt auf diese Situation reagieren und dementsprechend der konjunkturelle Schaden sehr gering ist. Eine zweite Welle wird also nicht mehr zu einer zweiten Rezession führen. Darüber hinaus führt Joe Biden in den Meinungsumfragen zu den US-Wahlen weiterhin mit ordentlichem Vorsprung vor Donald Trump. Ein klares Wahlergebnis wird somit wahrscheinlicher und das wäre gut für die Märkte. Von daher bleibt es auch diesmal beim Bullen. Sie haben die US-Wahlen angesprochen. Welche Auswirkungen werden die auf die Märkte haben? Die US-Wahlen sind ja kein digitales Ereignis, keine Null- oder Eins-Entscheidung. Es geht ja nicht nur um Trump versus Biden, sondern letztlich auch um die Mehrheit im Kongress. Von daher gibt es ganz unterschiedliche Szenarien. Mit allen Szenarien kann die Wall Street eigentlich relativ gut leben, nur mit einem nicht. Das wäre ein knapper Wahlausgang, der zu wochenlangen juristischen Streitigkeiten führt. Denn diese Unsicherheit, die wäre Gift für die Märkte. Aber Umfragen sind keine Ergebnisse. Das musste Hillary Clinton ja vor 4 Jahren schmerzhaft feststellen. Aber diesmal ist die Situation eine andere. Joe Biden liegt in den Meinungsumfragen deutlich vor Donald Trump, weitaus stärker als Hillary Clinton das war. Die lag bei 3 bis 4 Prozentpunkten, Joe Biden bei 8 bis 9 Prozentpunkten. Und er kann vor allen Dingen auch in vielen Swing States punkten, die ja wahlentscheidend sind. Zudem haben viele US-Amerikaner bereits frühzeitig ihre Stimme abgegeben. Auch das ist definitiv ein Vorteil für Joe Biden. Nehmen wir mal an, Joe Biden gewinnt die Wahlen und bekommt auch eine Mehrheit im Kongress. Was müsste ich dann als Anleger tun? Sektorseitig würden vor allen Dingen die Bereiche Infrastruktur und erneuerbare Energien profitieren, denn die will Biden mit billionenschweren Investitionsprogrammen auf Vordermann bringen. Regional könnte es eine Erleichterungsrallye in Europa und auch in den Emerging Markets geben, denn Biden möchte keine Handelsstreitigkeiten und damit wäre wahrscheinlich eine gewisse Erleichterung bei vielen Investoren mit verbunden. Und der US-Dollar, er dürfte sich weiter abschwächen, denn Joe Biden will noch mal deutlich mehr Geld ausgeben als Donald Trump. Das würde die Staatsverschuldung der USA in die Höhe treiben und der US-amerikanischen Notenbank gar keine andere Wahl lassen, als die Zinsen bei Null zu belassen. Und das über Jahre hinweg. Und was, wenn es Trump doch noch mal schafft? Dann wäre das kurzfristig gut für Pharma- und Bankaktien. Denn Trump steht für Deregulierung und das würde natürlich beiden Sektoren zugutekommen. Darüber hinaus würden wir auch von einem kurzen Höhenflug bei US-amerikanischen Hochzinsanleihen ausgehen. Die hängen zu 15% von der amerikanischen Fracking-Industrie ab und die wird von Trump ja besonders protegiert. Gibt es denn auch Investments, die unabhängig vom Wahlausgang profitieren können? Ja, wir gehen davon aus, dass der Goldpreis weiter steigen wird, denn den Notenbanken bleibt gar keine andere Wahl, als die Zinsen niedrig zu halten. Gleichzeitig nehmen sie höhere Inflationsraten in Kauf, bedeutet der Realzins, also der Zins abzüglich der Inflation, er wird noch negativer und das ist ein wichtiger Treibstoff für weiter steigende Goldpreise. Vielen Dank, Herr Schickentanz. Ihnen alles Gute bei Ihrer Geldanlage, eine spannende Wahlnacht und bis zum nächsten Mal. Ihre Melina Rost und Ihr Chris Oliver Schickentanz.